Freunde, das letzte Season-Update ist online gekommen, bis Warzone 2 ist wahrscheinlich, und zwar das Mid-Season-Update Reloaded, und ich war in Hamburg. Tja, ich war nicht da. Ich war nicht da für euch, um euch die beste Klasse vorzustellen, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht böse gemeint an meinen Jungs, ne, aber irgendwie ist da jetzt nicht so eindeutig aus den Videos rausgekommen, was die besten Waffen sind. Da war MP40 noch mit dabei, ist ein paar Tage vergangen, ich bin auch wieder da. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, riesige TTK-Charts angefertigt von allen relevanten Waffen. Ich habe wirklich versucht, nichts zu vergessen, ne, bei Floyd fehlt zum Beispiel, glaube ich, in seinem TTK-Vergleich die Blixen. Chris hat gar keine TTKs gezeigt, sondern halt nur die großen Klassen, was auch nice ist. Aber als ich wiedergekommen bin aus Hamburg, habe ich mir die Videos angeschaut und hatte irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt durchblicke. Deswegen gibt es jetzt heute mal dieses etwas trockenere Video mit nur ein bisschen Gameplay, aber auf jeden Fall mit den aktuell relevantesten Metaklassen, die ich euch in diesem Video vorstelle. Wenn euch das gefällt, dann lasst unbedingt eine positive Wertung da. Wäre geil, wenn wir hier 500 Likes hätten. Einfach kurz runterscrollen und auf Like drücken. Und wenn ihr schon da seid und noch kein Abo dagelassen habt, dann würdet es mich sehr, sehr unterstützen, wenn ihr das nachholen könntet. Viel Spaß beim Video. Abfahrt. Es ist tatsächlich relativ viel passiert. Sind die ein oder andere Black Ops und Modern Warfare Waffe wurde geupdatet. Das werde ich euch jetzt aber nicht alles vorlesen. Keine Sorge. Wir haben hier Amax, ja. Wir haben hier auch die QBZ, die Odin, EX1, juckt nicht. Dann EM2 wurde tatsächlich ein bisschen verbessert. FFAR ist wieder am Start. Habt ihr auch im Bodenloot gesehen, dass sich da einiges getan hat. Ja, die Patchnotes kann ich euch gerne noch unten verlinken. Aber ich denke mal, da habt ihr die meisten Sachen schon mitbekommen. Wir werden uns heute aber folgende Waffen anschauen. Roboter, UGM, XM4 Gameplay wird es geben, Amagera, Blixen und sogar Owen. Als kleine Überraschung seht ihr heute im Video. Mit den besten Klassen. Neue Sicherheitszone. Feinde landen im Einsatzgebiet. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ist mal so, mal so. Oh, weiß ich nicht. Du hast dich gerade geholt, diesmal besser. Hatte einer Self-Revive? Na 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 na. Moin. Uncut, natürlich! Ah, shit, GG's. Digga. Hey! Ganz unten. Nee, nee, im Bunker. Was meine ich damit? Nee, nee, im Bunker. Ist der auch in der Bunker, ja, ne? Bo, 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 bo. Nö! Ach nein! Nee, der Tod! Dicke Tod! Na hallo, warum er sterben möchte? Nein, du hast nicht gesehen, was gerade passiert ist. Chris, du hast nicht. Sehr schlechte Posi. Ja, nee, das war's bei mir, glaube ich. Ja, der eine bewegt sich auch. Na hallo, wo kann ich den Wallbang?
Okay. Der oben ist hier hinter. Der oben ist wichtig, ja. Knock. Okay, der andere ist zu ihm gekommen. Am Shop jetzt. Er geht über die Brücke. Er ist unter der Brücke. Knock, knock, knock. Dann hat sein rechter. Safe. Safe. Richtig. Safe. Safe. Okay, nur noch eine Platte. Wir brauchen den Loot von ihm, der wäre big. Aber der safe. Hä? Was passiert jetzt? Das waren zwei Teams. Wusste ich mal, wenn es um Uhren geht, mit Blick auseinandersetzen. Der ist wirklich ganz tief drin in der Materie. Ja, ich bin wirklich auch sehr weit weg noch von Uhren, actually. Im Wasser. Ich sehe nicht. Ich habe einen. Nein. Nein, nein, nein. Ich fasse es nicht. Ich denke, wir müssen über links, actually. Du hast Platten sogar, nice. Oben? Ja. Einer knock. Seine Hate daneben. Den anderen kriege ich. Easy. Wir sind noch da, Chat! Bevor SSEO kommt, ja, und das macht schon. Könnte auch nur Töne machen. Lex die Dollar. Was hab ich denn hier gerade gemacht? Na, no, was hast du denn gemacht? Sind da irgendwo meine Waffen? Dinkel ist so geil. Hey, Dinkel ist so geil. Attacke! Wo ist er? Sagt der Rest hier? Zehn wunderschöne Monate, sehr, sehr korrekt. Gerade durch Kopfschmerzen, Alter. Wegen Sachen, kann ich mal schreiben. Weil ich ein kleiner fauler Hund war. Hat sich aber gekehrt, alles zum Guten. Aber trotzdem, nie wieder faul sein, sage ich. Das ist mit keinem Pack. Wo? Wo? Bitte nicht da drin, bitte nicht. Nicht sei, dass sich das Spiel so fickt. Ja, Chat, geh mal rüber, mach was davon. Ich lore noch beide kommen, eine Frechheit. Hör doch auf. Schade, dass du eben meine Mutter beleidigen musstest. Was? Oh mein fucking Gott. Der Wumms wird hier jetzt ein bisschen theoretischer, aber es ist wichtig, dass ihr hier zuhört, denke ich mal. Denn ihr seht schon, ich habe wirklich die ganzen Waffen versucht, ganz viele SMGs alle mit den Meta-Aussätzen hier in das TTK-Chart zu packen.
um da euch wirklich so auch den besten Eindruck zu geben. Drei verschiedene Amagera-Varianten, weil die ja wirklich unterschiedlich gespielt wird, immer mit unterschiedlichen Läufen. MP40, Blixen, Marco, nochmal die MP40 mit einem anderen Lauf, die Own Gun, die CX-9 und die RA-225. Und auf dem ersten Blick seht ihr halt relativ schnell, hier haben wir unten in Grau ist das, glaube ich, die Own Gun, die mit der besten Reichweite und der besten TTK ist. Hat mich jetzt auch überrascht. Wichtig da, die Own ohne Lauf zu spielen. Das einzige Problem ist halt bei der Own immer, dass sie so eine geringe Feuerrate hat. Ja, also ihr seht dann hier bei der Own mit einem 518er RPM ist sie wirklich sehr, sehr schlecht im Vergleich zu den ganzen anderen SMGs. Das ist halt ein Problem, denn wenn du dann anfängst, deine Shots zu missen, wenn du jetzt hier zum Beispiel mal sagst, dass die Own Gun, wenn du da wirklich nur, keine Ahnung, 95% runtergehst, ja, und dir das dann reinziehst, dann hast du wirklich relativ schnell die Own Gun im Mittelfeld, ja. Also wenn du nur, also anstatt 100%, ne, alle sind gerade mit 100% verglichen, du triffst mit der Own Gun nur 95%, dann rast die TTK halt wirklich relativ schnell nach oben aufgrund der geringen Feuerrate. Deswegen ist die Own eher sowas für entweder wirklich end-high-skilled Player oder sie ist nichts für euch. Denn auch ein weiteres Problem bei der Own ist halt so Movement. Im Vergleich zu der Blixen, der Amagera, der Marco ist sie halt wirklich relativ langsam. Aber nur damit ihr einmal wisst, so von den Meta-SMGs ist die Own relativ weit vorne mit dabei. Wenn wir uns hier den Headshot-Schaden ansehen, dann haben wir hier die Amagera mit dem Präzisionslauf drauf, den die meisten auch spielen. Also auch viele Pro-Player spielen den Präzisionslauf. Also wir sehen hier relativ schnell, wir haben die Marco. Ja, wir haben die Amagera in Orange, wir haben die Blixen in Blau und die Own in Grau. Und das sind so aktuell die besten SMGs in Call of Duty Warzone Season 5.5. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit der Blixen hier an. Ihr habt einmal den Recoil Booster, wir haben einmal den Bergsturmlauf. Bei der Blixen muss man ehrlich sagen, hat sich eigentlich nichts geändert. Dann das schiefe Reflektorvisier habe ich ganz normal gespielt, den entfernten Schaft. Und sehr, 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 sehr geiler Unterlauf, der Kompaktunterlauf. Boah, ihr fliegt über die Map. Generell Blixen Movement macht so viel Spaß. Das ist richtig, richtig krass. 54 Schuss, nicht mehr das 72 Schuss Magazin. Dann Unterschall oder verlängert oder Hohlspitze. Ja, also ich spiele ohne Hohlspitze, weil ich es einfach nicer finde fürs Gefühl, dass ich auf der Map unerkannt bin, ja, und die Gegner mich auf der Mini-Karte, auf der Minimap nicht sehen, von wo ich schieße. Deswegen spiele ich immer mit Unterschall persönlich. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Dann auf jeden Fall den umwickelten Griff. Ihr habt nämlich keine Nachteile bei diesem Griff. Und was Movement angeht, seid ihr da extrem gut versorgt. Werdet ihr jetzt bei den anderen SMGs aussehen, dass das die besten, also das auf jeden Fall bei den SMGs der Taped Grip mit der Geiz ist, also der umwickelte. Und dann könnt ihr hier noch schnell draufpacken oder halt vollgeladen. Das sei euch überlassen. Ich spiele extra flink und extra zwei schnell. So, sind wir mit der ersten Waffe schon fertig. Skü-skü! Face up. Na, scheiße. Die Marco auch relativ entspannt. Nichts Besonderes. Recoil Booster. Den 3-4-2er Lauf. Das schiefere Visier. Ihr könnt natürlich auch jedes Visier spielen, was für euch am besten passt. Den zweiten Schaft. Denn hier habt ihr anfänglichen Feuerrückstoß, Rückstoßerholung, ZV-Geschwindigkeit, Bewegungstempo drin. Ne? Sehr, 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 sehr wichtig bei der SMG immer schönes Movement zu haben. Hier könnt ihr dann gucken, ob ihr entweder den Skeletal spielt für bessere ZV-Geschwindigkeit, verliert aber Präzision aus der Hüfte, habe ich auf einer SMG nicht so gerne. Oder ob ihr auch wieder den Kompakt benutzt, müsst ihr halt gucken, wie ihr mit der ZV-Geschwindigkeit zurechtkommt. Ich habe immer gerne mit dem kompakten Unterlauf gespielt, viele Pro-Player spielen aber auch mit dem Skelett-Unterlauf. Für die bessere ZV-Geschwindigkeit schaut da einfach, wie es für euch am besten ist. Magazin, 64 Schuss-Magazin, Munition könnt ihr euch jetzt entscheiden, entweder ihr nehmt verlängert oder Hohlspitze. Weil Unterschall braucht ihr nicht, denn es gibt ein nices Extra. Ich packe einfach mal Hohlspitze hier drauf. Natürlich den umwickelten Griff, wie gerade eben auch schon. Und hier habe ich nämlich das Extra 1 mit unmarkiert. Positionsverschleierung. Man hört zwar eure Waffe, aber sieht keinen Minikartenping. Und dann für noch mehr Movement könnt ihr euch das Extra 2 aufpacken für noch mehr Movement. So, geht's weiter. Zweite SMG, zweite Meta-SMG. Und jetzt kommen wir zu Amagera. Das wird ein Krampf. Wir haben einmal den, also das ist normal, den Recoil Booster, dann den Reflektor, den Skeletal Shaft, dann den Kompaktunterlauf oder auch hier wieder den Skelet Unterlauf, denn die Amagera hat ein sehr großes ZV-Problem. Auch wieder hier verlängert Unterschall oder Hohlspitze. Ich spiele Unterschall, den umwickelten Griff, wie auch fast jeder SMG. Extra 1 habt ihr dann Bewegungstempo beim Feuern. Ist ganz nice. Steady nimmt man mit. Und schnell
als extra 2. Und auf der Amagera könnt ihr dann zwei verschiedene Läufe spielen. Ich habe gerade eben 3 gesagt, aber eigentlich meinte ich den 550er noch dabei, aber da habt ihr mittlerweile so viel ADS, was ihr verliert, der lohnt sich nicht mal. Entweder den Präzisionslauf oder den 315er. Mit dem 315er habt ihr noch ein bisschen bessere TTK. Schau nochmal ganz kurz hier meinen TTK-Chart. Genau. Mit dem 315er habt ihr noch die bessere TTK, verliert aber halt auch Recoil und Präzision. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen. Ihr könnt natürlich auch kompakt spielen, das hatte ich gerade eben schon gesagt, für mehr Mobility. Deswegen hier an der Stelle sei ganz klar gesagt, Variante 1 mit dem Unterlauf kompakt, Variante 2 mit dem Unterlauf Skelett. Als kleine Information, Furzen spielt zum Beispiel mit dem Präzisionsunterlauf, da habt ihr halt nochmal mehr Präzision, aber die Waffe wird halt ein bisschen langsamer, ist aber auch sehr, sehr geil zu spielen, könnt ihr einfach mal austryen. Und zu guter Letzt zeige ich noch einmal komplett die Own, so wie ich sie damals gespielt habe, so habe ich sie auch in ein, zwei Runden jetzt im Video gespielt. Ist halt wirklich, ja, ist eine nice Waffe, ich habe ja auch mit dem Kompakt dann gespielt, glaube ich, anstatt mit dem Unterlauf und umwickelt. Ist wie gesagt eine nice Waffe, aber schwierig zu handeln. Ne, High Risk, High Reward wieder am Start. Probiert es einfach mal aus, vielleicht gefällt sie euch ja noch. Und dann könnt ihr sie gerne auch hier zocken. Und jetzt kommen wir zur Long Range AR-Meter, würde ich mal behaupten. Und hier habe ich wirklich, also ich habe mir wirklich, wie gesagt, Mühe gegeben und alle Waffen miteinander verglichen, alle, die relevant sind. Wir haben die Roboter Armax EM2, M4A1, Vago, XM4, OGM und auch noch die Grau mit reingebracht. Ich habe wirklich versucht, alles zu berücksichtigen. Und natürlich hat hier die Armax die beste TTK auf Long Range mit dem größten Recoil, den man sich eigentlich ausdenken kann. Wir haben hier in Grau die UGM, die immer noch sehr, sehr strong ist, hat ein bisschen mehr Recoil jetzt hat. Die EM2, die Vago, die XM4, dann in Orange die Roboter, die M4A1 und am Ende die Grau mit der höchsten TTK. Ne, immer dran denken, je höher die TTK ist, desto schlechter. Im Endeffekt müsst ihr da auch gucken, wie es für euch am besten ist. Ich persönlich würde die Armax ausklammern, die EM2 ausklammern, weil mit dem Recoil lohnt es sich natürlich, ja, sie hat unfassbar krassen Headshot-Schaden, aber der Recoil lohnt sich meiner Meinung nach nicht zu kontrollieren im Verhältnis zu einer Roboter, einer XM4 oder einer UGM. Das könnt ihr aber selber für euch entscheiden. EM2 hat einen Buff, ist eine geile Waffe. Oldschool-Feelings sind dabei, aber als Meta würde ich jetzt die Armax, die EM2 ausklammern, die M4A1 ausklammern, die Vago kann man eigentlich drin lassen, die XM4 kann man drin lassen, UGM kann man drin lassen und die Grau würde ich auch ausklammern. Also haben wir Roboter, Vago, XM4, UGM und das ist es. Und zusätzlich ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die STG ist auch noch echt stabil mit unterwegs. Die werde ich euch jetzt auch nochmal als Ganzes zeigen, damit sich das Video jetzt nicht auch zu krass in die Länge zieht. Aber die STG kann auch echt gut mitteilen. Ja? Wir haben hier ein bisschen bessere TTK als bei der Vago und besser als bei der XM4 und besser als bei der Roboter auf Long Range. Und ja, die STG kann man auf jeden Fall auch echt stabil spielen. Hier habe ich für euch jetzt direkt mal die STG fertig gemacht. Ich werde jetzt hier nicht großartig die einzelnen Aufsätze noch durchgehen, weil das uns wirklich einfach zu lange dauert. Ich spiele aktuell dieses Visier hier für auch so eine geänderte Sicht quasi. Muss mal gucken, ob im 80er FOV einem das zu viel Sicht einnimmt, kann man das G16 spielen. Ne, zack, könnt ihr euch gerne einen Screenshot machen. Viel Spaß damit. Hier das gleiche Spiel mit der Roboter. Auch noch mit dem Zweibein habe ich es gespielt. So war sie auf jeden Fall heute in dem Video, was ihr gesehen habt. Auch sehr, sehr strong. Das ist mein empfohlener Bild für euch. Bei der XM4 hat sich von den Aussätzen nichts geändert. Agency, Sonderkommando, Action Arms, Feldagentengriff, 60 Schussmagazin oder halt 50, vielleicht für Solos, wenn ihr die Waffe ein bisschen mobiler haben wollt. Viel Spaß damit. Und zu guter Letzt kommen wir dann hier zu der UGM. Auch hier kann man noch ein, zwei Sachen ändern. Man kann zum Beispiel auch mit dem Zweibein spielen. Hier mit dem Zweibeinunterlauf oder mit dem Überwachen-Perk, dann habt ihr noch bessere Bullet Velocity oder mit der Stütze für anfänglichen Feuerrückstoß. Ich spiele immer noch Präzision, muss aber schon sagen, dass man den Recoil-Unterschied schon gemerkt hat. Auch hier wieder dann das 1,35er Visier draufpacken. Wo ist es? Hier, genau. Das ist das letzte Visier, was man freischaltet. Könnt ihr gerne mal schauen, wie es euch gefällt und was ihr so ausprobieren wollt. Die Zeit reicht jetzt in einem Video nicht aus, euch die ganzen Recoil-Vergleiche rauszuhauen. Ich werde aber zu vielen verschiedenen Meta-Waffen noch einzelne Videos bringen, um die euch noch mehr vorzustellen. Nur wie gesagt, am Ende habe ich es ja schon erwähnt, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass es jetzt nicht so eindeutig war. Diese 6 Waffen, beziehungsweise 7 Waffen, sind auf jeden Fall die aktuell bestimmte Meta. Und wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, aktuell bei den ganzen Pro-Playern, dann werdet ihr auch sehen, dass die diese Waffen spielen. Ich hoffe, euch hat es sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.
Ciao, ciao.